Und wozu ich noch ein paar Worte sagen wollte, weil ich war Anfang April mit Boris Pistorius in Niger und in Mali. Und kurz danach hat der Bundestag beschlossen, deutsche Soldaten, weil ja Mali ein Fiasko ist, das zweite Fiasko nach dem Einsatz in Afghanistan, deutsche Soldaten statt nach Mali jetzt nach Niger zu schicken. Und wir hatten eine Debatte im Bundestag. Ich habe da geredet auch, ich habe die Oppositionsrede gehalten. Und da hat Pistorius behauptet, Niger ist der Demokratieanker in der Sahelzone. Und ich habe genau dagegen auch gesprochen. Jetzt sind deutsche Soldaten im Niger und das sollte ausgebaut werden, so auch Pistorius, zu einer zentralen Drehscheibe auch unseres Militärs in der Sahelzone, nachdem Mali, wie gesagt, dass die Soldaten da abziehen müssen. Heute vor einer Woche hat es in Niger einen Militärputsch gegeben gegen den pro-westlichen Präsidenten. Und ich habe noch nie erlebt, wie nach einem Putsch so viele Menschen in Unterstützung eines Putsches auf die Straße gegangen sind. Das ist ja völlig ungewöhnlich. Normalerweise, wenn es ein Putsch gegen demokratische Errungenschaften ist, dann gehen die Menschen ja dagegen in der Regel auf die Straße. Ich denke zum Beispiel an den Putschversuch in Venezuela gegen Chavez, wo am nächsten Tag 500.000 Menschen dagegen demonstriert haben. Aber am Sonntag und auch jetzt vorgestern sind Hunderttausende, manche reden sogar von bis zu 4 Millionen, auf die Straße gegangen, um diesen sogenannten Putsch zu unterstützen. Und was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass Niger eines der ärmsten Länder der Welt ist und dass es gleichzeitig ein sehr reiches Land ist an Uran und an Gold. Aber dieses wird ausgebeutet, vor allen Dingen von Frankreich. 35% des Urans für die französischen Atomkraftwerke kommen aus dem Niger. Und im Land selbst haben 87% nicht mal elektrischen Anschluss. Und dagegen wendet sich sozusagen die Stimmung nicht nur im Niger, auch in Mali, in der ganzen Sahelzone, in Westafrika. Es ist letztlich im Kontext eines antikolonialen Aufbruchs, der stattfindet in Teilen Afrikas, aber auch in Teilen des globalen Südens. Und nicht mit dem Putsch, aber mit diesem antikolonialen Aufbruch erkläre ich hiermit unsere Solidarität. Aber was passiert jetzt? In Westafrika gibt es ECOWAS, das ist die Westafrikanische Wirtschaftsunion, sozusagen die EU Westafrikas, die ökonomisch ähnlich funktioniert und auch pro-amerikanisch ausgerichtet ist. Und ECOWAS hat härteste Sanktionen gegen dieses arme Land Niger ausgesprochen und ein Ultimatum gestellt, das morgen ausläuft und für den Fall des Auslaufens mit einer Militärintervention gedroht. Und hinter ECOWAS oder diese Drohung wird unterstützt vor allen Dingen von Macron, weil Frankreich hat jetzt Angst um seinen Einfluss dort, vor allen Dingen um sein Uran. Und diese Militärregierung jetzt im Niger hat die Ausfuhr von Uran und von Gold gestoppt. Und Frankreich unterstützt es, die USA unterstützt sozusagen ECOWAS, weil die USA eine große Militärbasis, die größte Militärbasis in der Sahelzone im Niger hat und im Norden Niger zudem eine Drohnenrelaisstation, also über die, wo die Drohnensignale rüberlaufen, so ähnlich wie hier in Ramstein. Und deshalb gibt es ein fundamentales Interesse gegenwärtig Frankreichs, auch wegen des Urans maßgeblich, und der USA aus geopolitischen Erwägungen, weil Niger das letzte Land ist, das in Sahel
sich am Westen orientiert und nicht sozusagen an einer multipolaren Welt. Deswegen gibt es im Hintergrund sehr großen Druck, dass diese Militärintervention stattfindet. Und wir sagen Nein zu einem neuen Krieg, Nein zu einer solchen Militärintervention. Was wir dort brauchen, auch dort, ist eben Vermittlung. Und ich denke, Teil einer solchen Vermittlung müsste es sein, dass die Verträge ganz neu verhandelt werden, dass diese koloniale Abhängigkeit aufgebrochen wird und dass die ausländischen Truppen und eben auch die deutschen Soldaten aus diesen Ländern abziehen. Es kann sein, dass wir in den nächsten, wir haben ja jetzt im Bundestag, wir haben ja jetzt sitzungsfreie Wochen, da finden keine Debatten statt. Wir fordern gemeinsam mit meiner Kollegin Sevin Dadelen im Auswärtigen Ausschuss, wir fordern den Abzug der deutschen Soldaten, das ist ja gerade beschlossen worden. Es gibt noch ein großes Problem, darauf will ich hinweisen, für Deutschland. In Mali sind 1000 Soldaten stationiert mit schwerem Gerät. Ich war im April dort, ich habe mir das angeschaut. Und schon im April war es ja so, dass die Soldaten abziehen wollten, weil die malische Regierung das nicht mehr will. Und dieser Abzug, der wird verschleppt, wie gesagt, weil die Vorstellung war, statt Mali in Niger eine Drehscheibe dort aufzubauen. Aber dieser Abzug, der ist, deswegen sind die Soldaten immer noch in Mali, der kann nur über Niger laufen, weil der Flughafen in Gao, wo die Soldaten stationiert sind, nicht groß genug ist, um die schweren, großen Transportmaschinen landen zu lassen. Deswegen werden die mit LKWs, oder war die Planung, mit LKWs nach Niger gefahren und dann dort auf dem großen Flughafen in Niger können sie sozusagen nach Deutschland fliegen. Das steht jetzt zur Disposition. Deswegen gibt es auch ein großes Problem gegenwärtig für die Bundesregierung, ihr schweres Gerät aus Mali abziehen zu können. Wir sagen aber ganz klar, Deutschland darf sich auch in diesen Krieg nicht verwickeln lassen. Alle Äußerungen, die wir gehört haben, auch von seitens der Bundesregierung, war, dass sie eine Militärintervention nicht ausgeschlossen haben und diese Drohung von ECOWAS sich nicht dagegen ausgesprochen haben. Das heißt, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, was passiert denn dann? Da stehen deutsche Soldaten, dann würde ECOWAS irgendwie militärisch intervenieren, von Nigeria aus. Was machen dann die deutschen Soldaten? Die Bundesregierung sagt, wir erkennen diese Putschregierung nicht an. Was bedeutet das denn? Die Putschregierung sagt, wir kündigen die Militärverträge. Und dann bleibt man gegen den Willen der real existierenden Machthaber vor Ort. Ich finde das abenteuerlich. Und deswegen bitte bleibt wachsam, was da passiert. Vielleicht habt ihr auch Kontakt hier in Aachen. Gibt es ja auch viele Studierende aus der Region, aus Französisch-Afrika. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir sollten auch hier eine neue Eskalation, einen neuen Krisenherd vermeiden und gleichzeitig unsere Solidarität mit den antikolonialen Stimmungen zum Ausdruck bringen, die sich im Augenblick deutlich machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.